Am Donnerstag fand in der Wismarer Markthalle die Preisverleihung zum Unternehmer des Jahres Mecklenburg-Vorpommern statt. Ein Preis, der vom Wirtschaftsministerium jedes Jahr in mehreren Kategorien ausgelobt wird. Wirtschaftsminister Harry Glawe begrüßte die Gäste, Vertreter von Verbänden, IHKs und natürlich die nominierten Unternehmer. Ihnen gebühre besonderer Dank für die Wirtschaftsentwicklung, die Mecklenburg-Vorpommern in den letzten Jahren durchlebt habe, so Glawe. Wie zum Beispiel die Senkung der Arbeitslosigkeit in den letzten 10 Jahren von 18 auf knapp 7%. Ja, die Unternehmer sind das Rückgrat der Wirtschaft. Mittelstand und Handwerk sind in besonderer Weise die Treiber und sorgen dafür, dass Beschäftigung entsteht, dass neue Produkte entstehen und dass Qualität vor allen Dingen in den nächsten Jahren wichtig ist. Dazu brauchen wir natürlich auch weiterhin gute Fachkräfte, brauchen Qualifizierungsoffensiven und wir brauchen vor allen Dingen das kreative Denken der Unternehmer und das ist hier beispielhaft. Am Tag der Auszeichnung kann man den Besten Danke sagen. Das gilt aber für alle und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass alle sich mitgenommen fühlen und auch gewürdigt fühlen. Von daher ist dieser Unternehmerpreis eine tolle Geschichte, kann man nur loben und sagen, weiter so. Jeweils 3 Nominierte gab es in 3 Kategorien. Sie wurden mit Urkunden bedacht. Als Gewinner im Bereich Unternehmerpersönlichkeit bekam der Chef der Optimal Media GmbH aus Rübel an der Müritz die Trophäe. Er führt heute 750 Mitarbeiter. Für die beste Unternehmensentwicklung wurde das Biotech-Unternehmen Centogene aus Rostock ausgezeichnet. Und in der Kategorie Fachkräftesicherung und Familienfreundlichkeit setzte sich Frank Jochmann durch, der in Parchim mit besonderen Maßnahmen um zufriedene Mitarbeiter für seinen Heizungs- und Sanitärbetrieb wirbt. Wir bieten im Prinzip nicht nur die Elternfreundlichkeit mit variablen Arbeitszeiten an. Wir haben unterm Strich die 100 Euro für jedes Kind bis zum Kindergarten, also bis zum Beginn der Schule, was ja steuerfrei ist, das bekommt jeder bei uns. Wir haben betriebliches Gesundheitsmanagement, Rückenschule bieten wir an 2-mal die Woche für unsere Mitarbeiter in unseren eigenen Räumen. Wir haben Altersvorsorge, wir haben eine Drachenboot-Sportmannschaft mit 20 Leuten, die Rohrlöwen, mit denen wir aktiv arbeiten, wo wir ja auch das Zusammenleben auf sportlichem Gebiet trainieren und nicht nur auf Firmengebiet. Ja, und versuchen unsere Mitarbeiter auch persönlich zu unterstützen in dem Bereich, was sie für Sorgen und Nöte haben. Auch 2 Sonderpreise wurden vergeben. Als besonders wandlungsfähig und innovativ bekam der Reparatur- und Anlagenbau von Rainer Kening aus Sassnitz eine Auszeichnung für die Erschließung neuer Geschäftsfelder. Und der Rostocker Fahrradhändler Jörg Bender beeindruckte die Jury mit seinem Konzept, Internet und Digitales als Zugpferd für seinen Bike-Markt zu nutzen. Der digitale Bereich ist bei uns halt wie eine Filiale. Und auch im Fahrradbereich, Fahrradbranche, wird online auch immer größer geschrieben. Die Kunden machen sich kundig online bei uns auf den Seiten und kommen in unsere Geschäfte. Oder aber auch, wenn sie überregionaler sind, die Kunden, dann kaufen sie auch direkt mit Versand deutschlandweit. All die Ausgezeichneten und Nominierten sind nur Beispiele für viele innovative und engagierte Unternehmer im Land. Aber eben herausragende Beispiele.